Hi, meine Lieben, meine Mäuse. Ich habe mal wieder ein Favoritenvideo für euch. Ja, ich habe einfach in den vergangenen Monaten, wenn ich da mal ein Favoritenvideo gemacht habe, das wirklich selten gemacht und ich wollte es jetzt auf jeden Fall mal wieder nachholen. Und ja, damit ich das nicht wieder vergesse, hatte ich getränketechnisch Arizona Iced Tea von Starbucks, den Macchiato Vanille und Hot Chocolate Karamell. Ja, das waren so meine Favoriten an Sachen trinken. Bei den Süßigkeiten hatte ich unglaublich viele. Und serientechnisch eine schrecklich nette Familie. Habe ich früher, wo ich ein Teenager war, schon super mega gerne geguckt. Eine schrecklich nette Familie mit Al Bundy und ich finde das einfach witzig und guck mir das jetzt donnerstags immer liebend gerne wieder auf RTL Nitro an und ja, ich lache mich da immer noch drüber kaputt. Dann habe ich die Serie New Girl für mich entdeckt. Ich finde New Girl einfach super, damit Jess und Schmidt und Sissy. Das sind nee, warte mal, doch heißt die Sissy? Oder ja, doch, Sissy heißt sie, ja. Das ist einfach so eine super, mega geile Show. Also, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Falls ihr New Girl noch nicht kennen solltet, schaut da auf jeden Fall mal rein. Das ist wirklich mega lustig. Das ist natürlich dieser amerikanische Humor, aber der ist echt göttlich. Und The Big Bang Theory. The Big Bang Theory liebe ich auch. Ich lache mich da immer wieder aufs Neue drüber kaputt über Sheldon, Leonard, Howard, Bernadette. Penny, Raj, Stuart und wer da nicht noch alles zugehört. Ja, Amy auch noch, genau. Über die lache ich mich immer total Schrott, weil die echt witzig sind und ja. Was habe ich noch so für Favoriten außenstehend? Was habe ich noch gerne geguckt? Nix mehr. Okay, ja. Das war das, was ich sagen wollte. Jetzt kommen wir so zu den kosmetischen Favoriten. Und zwar habe ich da mein perfektes Puder für mich gefunden. Weil das ist so göttlich neben meinem Manhattan-Puder, ne? Manhattan und Maybelline, die haben echt die besten Puder. Und zwar Maybelline New York, New Matte Maker. Und der ist echt super. Das ist die Farbe 15 Light Beige. Finde ich wirklich super. Ist echt Oberhammer mega geil und ne, dieses Puder, das deckt so wunderschön ab, die Haut wird so mega gut mattiert, also das ist wirklich ein Traum. Kostet 5 Euro, gibt es sowohl bei DM als auch bei Kaufland als auch bei Rossmann, also ihr kriegt Maybelline eigentlich überall, ich glaube sogar auch bei Galeria Kaufhof und ja, das Blöde ist nur, die sollten mal wirklich anfangen, irgendwie bei so Puderdosen oder auch bei Lidschatten oder so, dann noch so Gummischutz mit einzubauen, dass wenn das Produkt mal runterfällt, es nicht direkt kaputt geht. Weil das ist mir leider passiert, das hier ist schon ein neuer. Und zwar ist mein Maybelline Matte Powder in der Mitte durchgebrochen, das ist richtig zerbröselt und ja. Ich habe dann jetzt auch immer schön die Schweinerei, wenn ich mich schminke. Ich schminke mich immer über dem Waschbecken. Würde ich euch auch empfehlen. Schminkt euch über dem Waschbecken, weil dann könnt ihr die Brocken, die von der Mascara runterfallen oder vom Kajal oder Puder oder was auch immer, was ihr euch auch immer alles ins Gesicht klatscht, könnt ihr dann einfach so wegspülen und ihr saut dann nicht irgendwie einen Fußboden oder so ein. Ich finde das eine bessere Option und auf jeden Fall musste ich mir halt dann einen neuen nachkaufen und das ist er auch, weil der andere ist halt total zerbröselt. Aber ich schminke mich damit nach wie vor weiter. Ja, ist auf jeden Fall echt Oberhammer mega geil. Ich liebe ihn. Dann kommen wir zu etwas von L'Oréal Paris. Und zwar ist das Youth Code. Augenpflege ist das. Und zwar. Ihr könnt da jetzt mal so reinluschern. Also besonders viel ist da nicht mehr drin. Und zwar liebe ich diese Augencreme. Ne, ey, die Augencreme ist wirklich der Hammer. Die, ja,
die sorgt dafür, dass ich nicht so mega fette Augenringe habe und dass ich relativ erholt aussehe und entspannt und pflegt meine Augenpartie und mildert die Fältchen und die ist einfach toll. Ich glaube, sie kostet 10 Euro, aber den Preis kann man dafür gerne bezahlen, weil sie ist echt mega gut. Dann habe ich noch eine P2 Perfect Face Make-up Base. Die kann ich euch warmen Herzens weiterempfehlen. Warmes Herz, ja genau. Warmen Herzens weiterempfehlen, weil die ist echt ein Muss. Wenn man sich Creme ins Gesicht gemacht hat, gibt man die einfach über die Creme im Gesicht dann, ja, oh. Die gibt man dann halt einfach über die Creme drüber oder man kann sie auch so nur tragen und die sorgt dann für ein wunderschön traumhaftes Hautbild, weil dann wirkt das ganze Gesicht irgendwie total mattiert und die kleinsten Poren werden schön verfeinert und es entsteht wirklich nur ein schöner, leichter Glanz und das finde ich traumhaft und so teuer ist sie, glaube ich, auch gar nicht. Meine absolute Lieblingsfußcreme, die ich momentan benutze, habe ich in meinem letzten Aufgebraucht-Video, glaube ich, auch erwähnt oder irgendwie davor in einem Haul oder so. Ist auch egal. Balea wärmende Fußcreme mit rotem Weinlaubextrakt wärmt und pflegt kalte Füße. Finde ich, riecht irgendwie wie Hubba Bubba Kirsche. Finde ich aber nicht schlimm, es riecht wirklich lecker. Und das Problem ist einfach, ich habe diese Fußcreme bei DM nicht mehr gefunden. Falls sie einer von euch nochmal bei DM gefunden haben sollte, schreibt es mir bitte, weil das würde mich echt brennend interessieren, ob ich mich da total irre und es sie noch gibt oder ob ich im richtigen Loch sitze und es sie einfach nicht mehr gibt. Ja, da sind 100 Milliliter drin und die ist echt super. Die pflegt die Füße super und riecht lecker. Oh. Jetzt kommen wir zu ganz, 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 ganz vielen Lidschatten. Und zwar habe ich einmal von M&Y die Farbe 902A aufgebraucht. Das ist so ein Neoton. Liebe, 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 liebe ich. Maybelline New York. My Shadow war sowieso eine super Marke. Und ich finde das auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass die Marke aus DM rausgegangen ist. Weil die hatten echt tolle Produkte. Mag sein, dass da auch Produkte bei waren, die nicht so toll waren. Aber der Lidschatten zum Beispiel, der war echt ein Muss. Und ja, ich benutze den total liebend gerne als Grundlage für Augen-Make-ups. Dafür eignet er sich nämlich super. Gott sei Dank ist da jetzt noch eine große Menge drin, weil er liegt mir wirklich sehr am Herzen und den liebe ich. Dann habe ich ein Pigment benutzt. Eieiei, jetzt ist da wieder so viel im Deckel drin. Kacke. Habe ich von Essence of the Twilight Saga Breaking Dawn Part 2 ein Pigment benutzt. Und zwar ist es dieses goldene und das ist die Farbe 03 A Piece of Forever. Und finde ich wirklich wunderschön. Also es glitzert, weil ich habe erst diesen Neoton auf mein Augenlid gegeben und bin dann mit diesem Pigment da drüber gegangen. Und das hat so unglaublich mega, mega schön geschimmert. Das war echt ein Traum. Also die Pigmente, die sind auch wirklich echt gut, aber ja, ich werde mir trotzdem von Essence nie wieder irgendwie Pigmente oder so nachkaufen, weil Essence ist einfach nicht meine Marke. Ja, dann habe ich von Essence noch, ja, ihr seht es hier, Essence, ja, es ist einfach so, das ist alles das, was ich noch habe. Und Essence Color and Shine Eyeshadow, das ist so ein Gold. Da ist nur das Problem, der Lidschatten ist schon sehr locker und der kann da so von jetzt auf gleich rauskippen. Das ist mir nämlich letztes Mal aufgefallen, das ist echt blöd und zwar ist das die Farbe 02 Stage Beauty. Finde ich wirklich wunderschön, kommt auf dem Augenlid auch echt toll rüber und ich mag einfach so Farbspektakel und Eyecatches auf den Augenlidern. Das muss einfach sein. Dann habe ich noch den, der ist auch schon lidiert, da geht der Deckel schon ab. Ähnelt dem Party All Night, muss ich sagen, irgendwie. Ist aber die Farbe 51 Absolutely Natural Sparkling. Ist so ein, ja, wie nennt man das denn? Geht so ins Khaki rein mit Glitzer verfeinert.
Finde ich auch wirklich schön. Kommt auf dem Augenlid auch echt toll rüber. Ja. Dann kommen wir jetzt zu absoluten Lieblingen von mir. Und zwar habe ich hier einmal den 410 Come on Chameleon. Ist ein echt toller Lidschatten. Den müssten eigentlich ganz viele von euch auch kennen, weil der Come on Chameleon in YouTube gehypt wurde. Zumindest eine Zeit lang. Und zwar changiert der total schön auf dem Augenlid. Das heißt, je nach Lichteinfall entsteht da ein neuer Farbton. Also jetzt so, wie ich ihn jetzt so halte, wirkt er grau mit grün. Aber wenn ich ihn anders halte, wirkt er dann anders. Also das ist echt ein... wie nennt man das denn? Damit kann man echt zaubern. Dann habe ich hier noch einen Lidschatten. Und zwar ist das der... Ja, den kennt ihr eigentlich auch schon. Habe ich schon so oft in die Kamera gehalten. Von Catrice, der 140. Captain of the Black Pearl. Das ist ja dieser schwarze Glitzer-Lidschatten. Und mit dem arbeite ich immer echt toll, wenn ich mal Bock auf schwarze Augen habe. Dann kommen wir jetzt schon wieder zu einem Produkt, das ist auch zerbröselt, aber richtig zerbröselt. Ihr werdet es gleich sehen. Aber zerbröselt ist für mich nicht gleich immer ein Grund, es in die Tonne zu kloppen, weil ich es trotzdem weiterhin verwende. Und ja, das ist von Catrice ein Baked Eyeshadow gewesen. Ihr seht es jetzt, wie zerbröselt der ist. Das tut in der Seele weh, aber ich kann es nicht ändern. Limited Edition Hot Future Baked Eyeshadow C01 Gem into the Future. Ja, Gem into the Future ist dort. Und ich liebe ihn, weil der hat so einen schönen Metallic-Ton und ja. Ich kann da immer nur wiedergeben, dass es ein Eyecatcher ist. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja, so. Dann kommen wir noch zum letzten Produkt. Und zwar ist das von Gliss Kur, das Million Gloss Crystal Öl. Stumpfes, glanzloses Haar. Das ist richtig toll. Das hatte mal eine YouTuberin in die Kamera gehalten. Sie heißt Anne. Und ich habe mir das dann mal bei Kaufland irgendwann gekauft. Es ist nur leider nicht so mega billig. Ich glaube, es kostet was mit 5 oder 6 € oder so. Und ja, das kann man in sein Shampoo mit reingeben. Oder man kann es in sein Shampoo mit reingeben. Oder man benutzt es, so wie ich das mache, hinterher sozusagen als Hitzeschutz, weil das pflegt die Haut wirklich. Ich war abgelenkt. Das pflegt die Haare nämlich und macht die mega weich und lässt die Haare schön glänzen und duftet auch noch mega gut. Also, falls ihr irgendwie eine gute Haarpflege suchen solltet, kauft euch das. Das ist echt super. Ja. So, dann habe ich noch einen Schal benutzt. Das ist ein schwarzer, da sind weiße Sterne drauf. Den habe ich mir irgendwann mal bei Kolosseum gekauft und der ist wirklich oberhammer mega geil. Also, ich liebe den und. Gerade jetzt bei dem kalten Wetter benutze ich ihn liebend gerne. Ja, das war mein Favoritenvideo für zwischendurch mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!